ein Huhn, das sich wohlfühlt, legt auch gute Eier. Da ist schon ein Zusammenhang. Man kann nicht einfach sagen, man macht tolle Bio-Eier und die männlichen Küken der Legehennen, die wir halten, werden immer wieder geschreddert. Von der Befiederung sind die Freilandhühner einen Tick besser. Ganz sachlich betrachtet müsste man eigentlich Bodenhaltungstiere kaufen. Also das müssen die Verbraucher wirklich selbst entscheiden.